Hallo Kinder, na, wisst ihr schon, was heute für ein Buchstabe kommen könnte? Seid ihr schon gespannt? Es ist ein Buchstabe, den ihr alle kennt und der in ganz vielen Worten vorkommt. Es ist das E. Und dazu noch ein paar Rätsel. Was ist das für ein Tier? Es schnattert, es kann schwimmen und es gibt ein Kinderlied davon. Na, habt ihr schon eine Idee? Richtig, es ist die Ente. Dann noch eine Frucht, die ihr gerne esst, bestimmt die meisten. Also ich liebe es, ich liebe auch Eis davon. Es ist rot, man kann es pflücken und man kann Marmelade daraus machen und es schmeckt einfach super gut. Na, wisst ihr schon, was für eine Frucht? Ich habe sie dabei als Bild, die Erdbeere. Super, jetzt noch eins. Ein Tier, das hat lange Ohren, hat ein graues Fell und ist manchmal ein bisschen störrig und macht ganz lustige Laute. Na, wisst ihr es schon? Genau. Der Esel. Wo wir jetzt bei Tieren sind, habe ich noch eins. Das größte Tier, was auf dem Land lebt. Genau, ihr wisst es, es lebt in Afrika oder in Indien oder bei uns im Zoo. Der Elefant. Ja, ihr seid schon richtig gut im Raten. Und zu dem Elefanten habe ich jetzt noch eine wunderschöne Geschichte für euch. Und zwar aus diesem Buch, das heißt Elmar, der bunte Elefant. Es war einmal eine Elefantenherde. Junge Elefanten, alte, große, dicke und dünne Elefanten. Einige sahen so aus wie der hier oder wie der da oder wie der da drüben. Alle ein bisschen verschieden, aber alle einigermaßen glücklich und allesamt Elefantenfarben. Nur Elmar nicht. Elmar war ganz anders. Er war kariert. Elmar war gelb und orange und rot und rosa und lila und blau und grün und schwarz und weiß. Elmar war überhaupt nicht Elefantenfarben. Wenn Elmar da war, gab es für die Elefanten immer was zu lachen. Manchmal spielte er mit den anderen Elefanten und manchmal spielten sie mit ihm. Und wenn man sie vor Vergnügen prusten hörte, dann hatte Elmar sich wieder mal was Besonderes ausgedacht. Aber eines Abends konnte Elmar nicht einschlafen, weil er so viel nachdenken musste. Ich weiß nicht. Eigentlich habe ich gar keine Lust mehr, so ganz anders zu sein als die anderen, dachte er. Ein karierter Elefant, wo gibt's denn sowas, dachte er. Kein Wunder, dass sie über mich lachen. Und gegen Morgen, bevor die anderen richtig wach wurden, machte Elmar sich leise und unbemerkt davon. Er lief durch den Dschungel und traf viele andere Tiere. Die anderen Tiere sagten alle: Guten Morgen, Elmar! Und Elmar lächelte und sagte auch Guten Morgen. Er lief und lief und endlich fand er, was er gesucht hatte. Einen großen Busch voller Beeren. Einen großen Busch voller elefantenfarbenen Beeren. Elmar ergriff den Stamm mit seinem Rüssel und rüttelte und schüttelte, sodass die Beeren nur so auf den Boden fielen. Als der Boden dicht mit Beeren bedeckt war, legte Elmar sich nieder und wälzte sich rechts herum und links herum, vorwärts und rückwärts. Dann pflückte er ganze Beerentrauben ab und rieb sich überall mit dem Saft ein. Als der Boden dicht mit den Beeren bedeckt war, legte Elmar sich nieder und wälzte sich rechts herum und links herum, vorwärts und rückwärts. Und schließlich war nichts mehr zu sehen von seinen bunten Farben. Und er war, genauso wie jeder Elefant, einfach nur grau. Dann machte sich Elmar auf den Weg zurück zu seiner Herde. Unterwegs traf er wieder die anderen Tiere. Diesmal sagten die Tiere zu ihm: Guten Morgen, Elefant! Und Elmar lächelte, denn sie hatten ihn nicht erkannt. Als Elmar wieder zu seiner Herde kam, standen alle Elefanten still da und hielten ihr Mittagsschläfchen. Keiner bemerkte Elmar, der sich unauffällig in die Mitte der Herde schob. Nach einer Weile wurde Elmar aber doch unruhig. Was war denn hier los? Irgendwie schien etwas nicht zu stimmen. Er sah sich um.
Der Dschungel war da, der helle Himmel, die Regenwolken, die Elefanten, alles so wie immer. Die Elefanten. Elmar sah sich um. Die Elefanten standen ganz still und ernst da. Elmar hatte nie so still und stumm sie erlebt. Je länger er sie ansah, desto komischer fand er sie. Schließlich konnte er es nicht mehr aushalten. Er hob den Rüssel und brüllte, so laut er nur konnte, Buh! Die Elefanten fuhren vor Schreck herum und purzelten durcheinander. Du lieber Himmel, was war das denn? Riefen sie. Aber dann sahen sie Elmar, der sich vor Lachen nicht mehr halten konnte. Elmar, riefen sie, das kann nur Elmar sein. Und dann lachten sie auch schon lautlos, ein donnerndes Elefantengelächter. Sie lachten so laut, dass die Regenwolke sich zusammenzog. Ein gewaltiger Regen rauschte herunter. Unter den Wassergüssen kam Elmars karierte Färbung wieder zum Vorschein. Oh, Elmar, japste ein alter Elefant, du hast uns ja ganz schön am Rüssel herumgeführt mit deinen Späßen, aber das war jetzt die Krönung. Lange hat es gedauert, bis deine Farbe wieder herauskam. Diesen Tag werden wir von nun an feiern, sagte ein anderer Elefant. Jedes Jahr um diese Zeit ist einfach Elmar-Tag. Alle Elefanten verkleiden sich und Elmar wird Elefantenfarben. Und so machen sie es jetzt auch. An einem Tag im Jahr malen die Elefanten sich bunt an und veranstalten einen großen Festumzug. Und wenn du an diesem Tag einen Elefanten entdeckst, der ganz normal aussieht, also Elefantenfarben, also grau, dann weißt du Bescheid. Das ist der Elmar. Das ist die Familie Maus. Sie lebt in einem schönen Haus. Das ist Papa Maus. Papa Maus sieht wie alle Mäuse aus. Er hat zwei große Ohren, eine spitze Nase, ein weiches Fell und ein Schwanz. So lang! Das ist Mama Maus. Mama Maus sieht auch wie alle anderen Mäuse aus. Sie hat zwei große Ohren, eine spitze Nase, ein weiches Fell und ein Schwanz. So lang! Das ist Bruder Maus. Bruder Maus sieht auch wie alle anderen Mäuse aus. Er hat zwei große Ohren, eine spitze Nase, ein weiches Fell und ein Schwanz. So lang! Das ist Schwester Maus. Schwester Maus sieht auch wie alle anderen Mäuse aus. Sie hat zwei große Ohren, eine spitze Nase, ein weiches Fell und ein Schwanz. So lang! Das ist Baby Maus. Baby Maus sieht nicht wie alle anderen Mäuse aus. Sie hat zwei kleine Öhrchen, eine Stupsnase, ein strubbeliges Fell und ein Schwanz. So kurz! Das war die Familie Maus. Und jetzt ist die Geschichte aus. Okay. Hallo liebe Kinder! Hallo! Heute befinden wir uns im Bewegungsraum des Kindergartens. Und zwar haben Sandra und ich uns was ausgedacht. Damit wir nicht ganz einrosten und ganz faul werden in der Corona-Zeit, haben wir uns was überlegt, was wir mit euch machen können. Und zwar auf Musik tanzen. Das heißt, es gibt ein paar Schritte und die einzelnen Schritte macht euch Sandra vor und dann hängen wir die aneinander und tanzen dann auf Musik. Ja, das ist einmal der Hampelmann, das V, genau, das V mit Springen. Dann springen wir auf einem Bein. Und wir springen mit den Beinen auseinander und zusammen. Und mit den Armen machen wir das auch. Genau. Viel Spaß beim Mitmachen mit der ganzen Familie und auf jede Musik kann man das machen. Viel Spaß! Viel Spaß!
nochmal und nochmal und nochmal. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Ja! Dann viel Spaß beim Mitmachen mit der ganzen Familie. Und dann werden wir alle fit. Tschüss! Es ist wichtig, mein kleiner Liebling, wenn du überhaupt etwas tust, probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit, jagst du den Alltag und die Sorgen weg. Und wenn du stets gemütlich bist und etwas Appetitliches, dann nimm es dir egal von welchem Fleck. Was soll ich woanders, wo's mir nicht gefällt? Ich gehe nicht fort hier, auch nicht für Geld. Die Bienen summen in der Luft, erfüllen sie mit Honigduft. Und schaust du unter den Stein, erblickst du Ameisen, die hier gut gedeihen. Probier mal, 2, 3, 4. Ist das dein Ernst? Haha, es gibt nichts Besseres. Das ist ein herrliches Gefühl, wenn die kitzeln. Mowgli, Vorsicht! Denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir. Wie denn? Es kommt zu dir. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Vertreibst du deinen ganzen...